Fasnacht von Liestal wird Ihnen präsentiert von Dream Gallery, Milchhäusli Liestal, F1S.ch, Ihre Formel 1 Simulatorenvermietung, Bäckerei Ziegler, die Metzgerei Zimmermann in Liestal zu uns gegelten Kinder, originelle Geschenke und Verpackung von der Wunderguggen und Begegnungszone Liestal. Heute nehmen wir mit an einen ganz speziellen Ort. Wir sind hier in Liestal, hinter mir ist das Dörli und in wenigen Minuten werden wir hier den Fasnachtsumzug durchziehen. Die Umzüge können wir eintauchen, können wir mittreiben, aber am Ende davon wartet von uns etwas, das Feuer und Flamme ist. Und dann wird hier ein unbegreifliches Feuerwerk losgehen. Wir freuen uns mit euch. Herzlich willkommen in Liestal. Es ist unglaublich, wie viele Leute sich hier schon versammelt haben und auf die Fasnachtsumzüge warten. Wir gehen jetzt noch schnell zum Komitee fragen, was uns genau erwartet. Auf uns kommt eine ganz normale Fasnacht zu. Das, was wir gekannt haben, das, was wir darauf gewartet haben, das, was wir seit dem 18., 19. ist der Umzug noch gleich gesehen, aber dort haben die Feuerwagen nicht gefahren. Wir erwarten, dass es eine ganz tolle Fasnacht gibt. Der Petrus ist ins Holz bis jetzt, es macht mit. Es ist zwar kaltes Wetter, aber das ist kein Problem, man kann sich anlegen. Aber es ist trocken, wir sind sicher, es gibt eine ganz schöne Fasnacht. Noch ein kurzes Statement zum Sujet von euch. Wie ist der Stand gekommen? Dass wir breitspurig selbstverständlich wegen dem Eisenbahnausbau, also das ist ein grosses Thema für Liestal. Der Vierspurausbau hat alle Leute, man hört, es sind Baustellen, es ist Lärm, es ist einfach überall omnipräsent und dementsprechend hat das Sujet müssen breitspurig lauten, weil man jetzt auf eine vierte Spur geht und man weiss, es ist ein bisschen doppeldeutig gemeint. Breitspurig kann ja auch meinen, man meint es ein bisschen gross, aber das ist nicht so gemeint, wir haben Freude an unserem Ausbau. Also wir haben den Wagen Lego Mania, also Spielgeld. Lego kommt ja vom Dänisch, oder? Spielgut. Und das spielen wir aus. He? Und wie seid ihr auf das Thema gekommen? Ja, wir haben natürlich überlegt, Waldenburger Bahn und Covid und so weiter haben wir gefunden. Was ist alles schon strapaziert? Lego nimmt wahrscheinlich niemand. He? Nein, das nimmt tatsächlich niemand. Ja, genau. Aber es ist ja irgendwie alles ein bisschen zusammengesetzt, wie die Waldenburger Tau und Covid. Ja, genau. Es ist so ein Flickwerk, oder? Perfekt. Alles ist Flickwerk, kommt Fasnacht. Okay. Dann wünschen wir eine schöne Fasnacht. Wünschen wir euch auch. Vielen Dank für den Besuch, gell? Was seht ihr so schwarz, sag mal? Alles ist schwarz. Die Ukraine ist schwarz, Corona ist schwarz, die ganze Zukunft. Sieht schwarz aus. Aber wenn ich hier raus schaue, tut es mir extrem farbig. Ja, das ist farbig, da ist es schwarz. Wer seid denn ihr? Wir sind Tanker-Klicker. Dann warten wir hin, nur noch auf das Feuer, dann wird es schwarz und heiß. Ja, genau, ja. Das sind Morgenthaler. Und wir spielen den letzten Gang vom Ueli Maurer aus, Bundesrat. Und eins sage ich euch. Wir sind sehr stolz auf Ueli und wir haben gesagt, er hat eine super Arbeit geleistet. Der letzte Gang, das klingt so dramatisch, der lebt ja noch. Natürlich, aber der letzte Gang politisch gesehen, selbstverständlich. Und schade ist er abgetreten, aber wir leben in Ehre für Ueli, darum haben wir auch die Maske an. Wir sind Schwarzbuben und helfen ein bisschen aus im Liestal. Ah, die helfen uns aus, ja, sozusagen? Genau. Sonst sind es zu wenig und so recht machen können sie es ja dazu nicht, ohne die Schwarzbuben. Und irgendwie haben sie das Gefühl, die kochen? Ja, wir schauen, dass die Leute sich gesund ernähren neben all dem süßen Zeugs. Das ist ja heute ganz wichtig. Wegen dem tun wir noch ein bisschen Härtöpfel, Zwiebeln und Rüebeln verteilen.
Dann darfst du mir bitte so eine Hand geben. Aber du weißt es schon, hä? Yes. Ich bin nicht vorgeschossen, hä? Gut. Schöne Wasser. Du das noch einmal sagen, bist du gut? Ich bin 80 und das ist für mich die letzte Fasnacht. Ich habe jetzt 30 Jahre Fasnacht gemacht. 15 Jahre mit der Familie klicken. Super schöne Fasnacht für mich das letzte Mal. Gratuliere ganz herzlich und es ist so schön, dass du da bist noch einmal. Ja, ich habe gesagt, einmal will ich es noch mal geniessen, so richtig. Ja. Sagt mal, warum habt ihr ein Auto bei euch? Ich will schon mal zu Lüssen parkieren. In letzter Zeit? Ja, leider! Hey, die erste Stunde kostet 4 Stutz, wenn ich mich verarsche. Und das spielen wir halt aus, oder? Das Auto ist noch ein Symbolbild. Nein, es ist natürlich das Parkieren, oder? Ich meine, es kostet einfach wahnsinnig viel Geld, um in Liestl zu parkieren. Und eigentlich wollen doch alle, dass man auf Liestl kommt, einkaufen. Aber das kannst du doch nicht so dir machen. Was wollen sie denn? Also Geld verdienen, oder wie? Rotznase, warum seid ihr im Tod verbauen? Wir sind dem Tod verfallen, wegen etwas ganz anderem. Weil heute ist der Wackis kein Wackis mehr. Und wir wollen sagen, wir machen andere Party. Ohne laute Musik. Wir möchten integrieren. Ihr habt etwas Mexikanisches, also? Ja. Immigration ist überall. Ich muss gehen, das bin ich Und jetzt in diesem Schneegestöber friere ich und kann sagen, in 2-3 Stunden wird es viel wärmer hier. Dann wird nämlich der Kienbesen hier durchziehen. Alle an Kienbesen kommen, lohnt sich. Eh? Danke. Schöne Fasnacht. Dankeschön, euch allen eine schöne Fasnacht und wir sehen uns. Fasnacht von Liestl ist Ihnen präsentiert worden von Dream Gallery, Milchhäusli Liestl, F1S.ch, Ihre Formel 1 Simulatorenvermietung, Bäckerei Zieglo, die Metzgerei Zimmermann in Liestl zu uns gegelten Kinder, Orinelli Geschenk und Verpackung von der Wunderguggen und Begegnungszone Liestl.